Lena, laut Deutschland hast du den Sieg am wenigsten verdient. Dafür hast du eine Einladung ins Tiny House verdient. Elena, komm bitte jetzt ins Tiny House. Die anderen Stars bleiben in der Sala. Der Weg zur Überraschung führt hier wie so viele Wege am Klo vorbei. Vorbei. Ich bin gespannt, ob ich jetzt etwas Gutes bekomme, weil niemand gönnt es mir. Also habe ich was Gutes mal verdient. Und genau darum geht es auch, ums Verdienen. Deine Überraschung. Oh nein, 3000 Euro. Drei bankfrische Riesen und dazu 11 Briefumschläge für jeden Star-Kollegen ein. Liebe Elena, vor dir siehst du eine Schredermaschine. Briefe aus der Heimat sowie einen verführerischen Check in Höhe von 3000 Euro. Wir stellen dir folgendes Angebot. Schredderst du 3 Briefe deiner Sala-Mitbewohner, so erhältst du dann deinen eigenen Brief aus der Heimat. Jeder hat hier einen Brief verdient, weil wir alle hier sind und, kämpfen. Schredderst du 5 Briefe deiner Sala-Mitbewohner, so erhältst du deinen eigenen Brief aus der Heimat und 3000 Euro. Oh nein. Würde ich mich für die 3000 Euro entscheiden, würde das nicht jedem so gefallen. Ich würde, glaube ich, ein paar Stimmen morgen bekommen. Schredderst du alle Briefe deiner Sala-Mitbewohner, so erhältst du deinen eigenen Brief aus der Heimat und 3000 Euro und bis in der kommenden Stunde der Wahrheit safe und kannst nicht rausgewählt werden. Safen tue ich mich auf keinen Fall. Also somit, ich will kämpfen, indem ich im Spiel gewinne. Also ich will da ganz fair spielen und brauche das gar nicht, so was einzugehen. Und dann aber zwischen 1 und 2, da wird es sehr kritisch. Ich glaube, scheiße, was mache ich? Option 1, 7 kriegen Post. Option 2, Briefe nur für 5 plus 3000 Euro für Elena. Martin, mein lieber Freund. Ah, das macht echt die. Ja, für mich war klar, dass Martins Brief der erste ist, der kaputt geht. Ich habe jetzt nicht so eine krasse Bindung zu ihm. Hui! Sorry! Da ging alles kaputt und ich habe diese Schrift gesehen. Das hat schon ein bisschen wehgetan, aber ging dann auch schnell wieder vorbei. Sorry, Paco. Seid ihr nicht gute Freunde? Was soll ich machen? Ich muss mich entscheiden. Und wenn die jetzt wütend sind, dann Happy Birthday und die sein. Malkiel, sorry dafür. Malkiel braucht keine Post, der kann ja wahr sagen. 7 übrig. Verzichtet Elena aufs Geld? Ich könnte eigentlich auch 5 kaputt machen und 3000 Euro gewinnen. Klar, kannst du machen. Die Frage ist, würden die an mich denken? Nein, würden die nicht. Tja, das wird man leider niemals wissen. 3000 ist schon halt 3000. Ich bin ja kein Engel. Also ich bin schon kein Engel und der Zuschauer denkt sowieso, ich bin kein Engel. Also bin ich der Teufel und der Teufel mag Geld. Iris, mein Schatz, es tut mir auch leid, aber du bist noch sehr, sehr frisch. Hast genug Kraft. Hui. Sie fühlt sich nicht gut, aber das ist kein Grund, jetzt, dass ich das jetzt ihr einen Brief gegeben hätte. Sie ist echt nicht lange hier, sorry. Bloß kein falsches Mitleid jetzt. Larissa, es tut mir leid, aber du bist auch erst vor kurzem gekommen. Sei mir nicht böse. Sorry, aber ich musste einfach da an mich und an meine Kollegen denken, die seit Tag 1 dabei sind. Glückwunsch zur Kohle und fairerweise, Elena hat darauf verzichtet, sich auch noch auf Kosten der anderen zu safen. Ehrenfrau. Sei mir gegönnt, echt, also von ganzem Herzen. Danke, Elena, für die 3000 Euro. Wir haben zu danken für die tollen psychologischen Einblicke. Jetzt dein Brief. Liebe Elena, deine ganze Familie und vor allem deine kleine Schatz-Elen schenken dir die größtmögliche Kraft. Mit deinem unschlagbaren Durchhaltewillen wirst du auch diese Challenge überstehen. Wir wissen am besten, wie fest du deine kleine Familie vermisst und wie schwierig solche Entscheidungen für dich sind. Eileen und wir alle sind sehr stolz auf dich und wir lieben und vermissen dich sehr. Bis bald.
Natürlich macht das richtig viele Emotionen und man weiß, okay, komm, die sind zu Hause. Und man fühlt sich jetzt auf jeden Fall bestärkt und denkt sich, komm, jetzt zieh ich noch durch. Ja, Post von zu Hause, die gibt Kraft und wärmt das Herz, wenn sie nicht kurz vor der Zustellung geschreddert wird. Aber ein paar wenige Briefe sind ja noch übrig. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich musste eine Entscheidung auf der anderen Seite treffen. Ich konnte nicht diesen Gefallen für jeden von euch tun. Es gibt keine Videobotschaft, es gibt Briefe. Ich habe natürlich halt alle von Tag 1 gewählt. Einmal Rona, einmal Heinrich, einmal Yassin natürlich. Na klar. Sisi. Und ich habe Jelis genommen, weil ich weiß, dass die ihre Tochter enorm vermisst. Und ich glaube, das kann sie noch mal stärken. Und jetzt schnallen. Wir sind ihr auf jeden Fall nicht böse, aber trotzdem sind wir, hat jeder das Recht, irgendwie von zu Hause ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Für mich ist es sehr schwer, aus dem Grund, dass in der Zeit wo ich nicht zu Hause war, dass es meiner Oma und meinem Opa nicht so gut ging und die, dass sie halt zeitgleich im Krankenhaus war. Seid mir nicht böse, ich bin auch Nein, ein bisschen gegangen alles für die, die halt gemacht. Danach gekommen sind. Ich hätte schon gerne einen Brief bekommen. Na, Jelena, und was ist mit deinem kleinen Sonderbonus? Ich werde das auf keinen Fall erzählen, dass ich 3.000 Euro jetzt gerade kassiert habe. Das wäre ja echt nicht cool. Deswegen lasse ich das einfach so. Ist wahrscheinlich auch gesünder so. Lieber Heinrich, ich hoffe, dir geht es gut. Ich drücke dir von ganzem Herzen die Daumen. Du bist und bleibst halt unser Lieblingsschäfer. Deinen Tieren auf den Hof geht es allen gut. Die süßen Lämmer hüpfen fröhlich durch den Stall, machen gute Stimmung. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. In my heart I can feel it. Und genieße die weitere aufregende Zeit und sei lieb gegrüßt, dein Freund Louis. Oh, süß. Ach, danke. Diese Worte gehen tief ins Herz und berühren mich so stark, dass ich einfach weinen muss. Die Lämmer springen. Ich bin sehr froh, dass es den Schafen gut geht. Und dass die Leute da die ganze Zeit die Arbeit machen. Auch wenn du nicht gerade bei mir sein kannst, spüre ich dich die ganze Zeit über in meinem Herzen. Diese Entfernung zwischen uns so schlimm und gleichzeitig so wunderschön, denn ich weiß, wo ich hingehöre. Jimmy macht alles ganz toll mit Snowy. Er badet sie täglich, schneidet ihre Nägel und holt auch die Popel aus der Nase. Leider hast du deine besten Jahre ja mit langweiliger Juristerei vergeudet. Du hättest Entertainer werden sollen. Ich danke dir vom Herzen, dass du mir gezeigt hast, wie schön es sein kann, zu leben und lieb zu werden. Ich könnte mit dir auf den dreckigsten Bordstein sitzen und das wäre trotzdem der schönste Ort auf der Welt, einfach weil du da bist. Pauline, ich liebe dich. Liebe ich nie wieder. Eine Liebe für immer. Bis neulich, dann war leider trotzdem Sense. Traurig, aber wahr. Zur Not schnappt ihr das Muscheltelefon und ich bin ratzfatz da, wenn es Probleme gibt. Dann gibt's Kassala. Du kennst mich. Ganz viel Liebe von deiner Familie, fühl dich gedrückt. Machst du weiter? Bin am TV dabei. Deine Seelenverwandte könnte Maria sein oder Claire oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Also ist das nicht von der Oper? Ja, super. Danke, Claudia. Es ist also Claudia Obert, die im letzten Jahr an diesem Format teilgenommen hat und die mir das jetzt schreibt, diese netten Worte. Ich liebe dich, bleib tapfer und hau sie alle um. Liebevoll versteht sich. Dein Mann Ben. Oh.
das jetzt noch mal so zu lesen, ist echt balsam für die Seele, ehrlich. Ich vermisse meine Freundin so sehr, vor allem, weil wir 24/7 zusammen waren. Und jetzt habe ich endlich mal so was Handfestes. Ich glaube, ich spreche für alle, die jetzt die Briefe bekommen haben. Elena, vielen, vielen Dank, ne? Ja, und für alle anderen kann der Traum vom Titel leider gleich vorbei sein. Jetzt stelle ich euch erstmal noch ein paar Fragen. Elena, ich fange mit dir an. Im Tiny House, da hattest du auch eine Aufgabe bekommen. Wie hast du denn da deine Entscheidung mit den Briefen getroffen? Erzähl mal. Oh ja, erzähl doch allen mal von den drei Riesen. Darf ich kurz aufhören und sie angucken? Ja, kommt zu mir vor. Das wird jetzt sehr interessant für alle. Es gab drei Optionen. Elena musste entscheiden, wie viele ihrer Kollegen einen Brief von zu Hause bekommen. Wenn sie mehrere dieser Briefe schredderte, konnte sie 3.000 Euro verdienen. Option 1. Ich opfere drei Briefe und somit hätten zwei von euch auch noch einen Brief bekommen. Option 2, meine Option. Ich bekomme meinen Brief. Fünf von euch bekommen auch einen Brief. Und? Ich bekomme 3.000 Euro. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Und die dritte Option? Ja, die habe ich sowieso abgelehnt. Ich wäre safe gewesen, 3.000 Euro plus mein Brief. Und sonst keiner einen Brief? Und keiner einen Brief, klar. Ja, so asozial bin ich auch nicht. Ja, natürlich hat es weh getan, ne? Keinen Brief zu bekommen, weil man, weiß nicht, also da gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Man wird ja zerschreddert, ne? Das ist halt so ein bisschen traurig. Ich hätte mich nicht so entschieden, es war eine schwere Entscheidung. Aber Geld ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich. Nee, ich hätte mich zum Wohle der Gruppe nicht so entschieden. Danke, Elena. Ja.